gerade im Synchronstudio. Er ist nämlich die deutsche Stimme von Paddington. Der Film kommt im November in die deutschen Lichtspielhäuser. Neues Wort gelernt heute Morgen. Ich bin einfach so verdammt jung. Nein, wir reden natürlich von diesem wunderbaren Bär. Und warum reden wir über ihn? Weil es endlich auch wieder schöne, also der Bär. Natürlich, ne? Tanzende Kate leider nicht. Die leider nicht. Sehen Sie dann nur so im MoMA. Ganz genau. So, schöne Bilder, die wir da aus London bekommen haben, wollten wir Ihnen heute Morgen noch zeigen. Jetzt geht's nach Hamburg zur Tagesschau. Jan Hofer ist da. Guten Morgen. Guten Morgen nach 6:30 und unter anderem diese drei Themen in der nächsten halben Stunde. Wir feiern heute die Uraufführung des Musicals Hair. 50 Jahre ist das jetzt her. Entschuldige, einmal ging er heute noch, weil du den heute als erstes schon gemacht hast. Okay, auf jeden Fall feiern wir das heute und schauen uns gleich noch mal ein paar schöne Bilder dazu an. Die Bundestagswahl ist 3,5 Wochen her und jetzt endlich gehen die Sondierungsgespräche los. Und wir wollen uns einkleiden. Wir sitzen hier wie Omi und Opi auf dem Sofa, ehrlich gesagt. Ja. Und damit das nicht mehr so uncool aussieht, haben wir uns jetzt mal umgeschaut und einen wunderbaren Filter bei Instagram gefunden. So sah das vor einer Stunde aus, wenn wir das mal zeigen dürfen. Da haben wir Susanne richtig schön pro Fahrradfahren. Ja. Oh, jetzt aber hier Verzahnung vom anderen Stern. Ed Sheeran ist in London Fahrrad gefahren und hat sich leider hingesemmelt, hat einen kleinen Unfall. Der ist angefahren worden, ne? Ja, ganz genau. Richtig. Und das hat leider Konsequenzen. Wir können mal ein Foto von ihm sehen. Genau, da ist sein Gips eine Tour los am 22. In Taipei Oktober. Ist er da. Und eigentlich könnte er ja auch einfach nur auf die Bühne gehen und singen, aber er spielt halt auch immer gerne, hat er schon MoMA gemacht. Und sind und schauen direkt auf die Themen dieser halben Stunde. Und wenn du zu zweit bist und was verhandeln willst, ist ja schon schwierig. Aber wenn da vier einzelne Parteien sitzen, ist es nicht ganz so einfach bei den Koalitionsgesprächen. Wie man das macht, besprechen wir gleich mit einem Verhandlungsexperten. Und wir schauen gleich auf eines der ärmsten Länder der Welt, das eine der liberalsten Flüchtlingspolitiken betreibt. Es macht nämlich einfach die Grenzen immer auf. Uganda, gleich Thema bei unseren MoMA. Claes Bang ist ein dänischer Schauspieler, den Sie auch aus vielen Serien in Deutschland kennen. Der hat jetzt einen Kinofilm gemacht, der hat die Goldene Palme schon gewonnen und ist auch noch im Oscar-Rennen, gleich bei uns auf dem Sofa. Kinostart in Deutschland am Donnerstag und wir sprechen gleich nochmal über verschiedene Szenen. Da gibt es, glaube ich, noch einiges zu berichten. Schön, dass Sie da sind heute Morgen. Guten Morgen. Wichtig, also das selber zu machen. The Square im Kino ab Donnerstag bei uns in Deutschland. Ja, Claes Bang ist der Hauptdarsteller. Ganz genau. Und wir freuen uns, dass er heute Morgen bei uns ist. Danke. In der Realität für Donald Trump, was hat er genau vor? Er hat das erste große TV-Interview gegeben mit der gesamten schrecklich netten Familie. Und Privatisierung des Autobahnnetzes, das ist ein großes Thema. Wie weit ist dieser Plan denn schon gediehen? Schauen wir auch gleich drauf. Und jetzt gibt's das. Was lachst du so? Ich hänge noch an dem Familienfoto. Ja? Ja. Das ist schön, ne? Es ist auch ganz gut, weil hier wird schon wieder abgebaut im Studio. Da werden Sachen rumgeschmissen. Es ist Montagmorgen und wir freuen uns, dass er Donald. Kannst du oder ist die Kamera aus? Hat schon wieder 111 Millionen und so sieht sie aus und das ist auch ein Statement, muss man so mal sagen. So sieht sie aus, genau, das ist eine schöne Beschreibung. Oder? Ist ihre zweite, ne? Ja, genau, zweite heißt weibliche Erregung übersetzt. Ja, heute zu Besuch. Ist auch was Sofa hier bei uns. Mit diesem Titel und dem Cover auf sich hat. Und den Song von der ersten Platte, den hier, den kennen Sie auch noch alle. Und heute kann es passieren, dass Sie sagen, ich sehe ja gar nichts. Dabei hat er sich extra, er hat sich extra groß und fett gemacht, damit man ihn sieht. Aber dann kommen die Wolken ins Spiel. Der Mond. Der Supermond, wie er aktuell in der Erde entfernt. Ja, das ist hier vorne. Das ist Kuscheln ein quasi. Ein Steinwurf um die entfernt. Ecke hinten links. Ja, aber wir haben auch tolle Zuschauer, die vorbeugen, weil heute könnte es nämlich bewölkt sein. Und sie hat gesagt, Moment mal, bevor es bewölkt ist. Ach, hat die Marianne Pohler, soll es privatisiert werden. Ja, genau. Nein, ein sehr schönes Foto, vielen Dank. Danke dafür. Ja. Seid ihr mondfühlig? Oder ja, so? Tatsächlich ja. Aber ich merke es immer erst danach. Die Nacht ist schlecht. Ich merke es immer erst danach. Ja, was war denn los? Ja. Handzahm in der Zeit. Behauptest du? Denkst du? Ich werde es beweisen heute im Laufe des Tages. Okay, wenn wir dann morgen auch ganz besonders am Eis. Zu Jan Hofer gehen, ich wäre soweit. Ich hab schon Angst. Gerne. Der ist ja in sicherer Entfernung in Hamburg. Schönen guten Morgen. Morgen.